Oh, Frax, ich bin fast eingeschlafen, aber wir haben die Stunde endlich geschafft. Ich sag dir ehrlich, Mathe war echt anstrengend. Oh Mann. Rexy, ich wollte noch auf den Spielplatz. Hast du Lust mitzukommen vielleicht? Auf den Spielplatz? Nee, heute nicht, Mann. Ich habe heute leider was Dringendes zu tun. Hä, was? Aber wir haben doch keine Hausaufgaben bekommen. Lass uns auf den Spielplatz gehen. Ja, aber ich muss noch meiner Mutter helfen. Ich komme später dazu, okay? Du musst deiner Mutter helfen? Bei was musst du denn helfen? Das kann ich dir leider noch nicht sagen. Das ist eine Überraschungsparty. Ey, bei was musst du denn helfen? Du, also, hä? Ja, ich muss eine Überraschungsparty planen. Du musst eine Überraschungsparty machen. Ja. Ja, okay, dann verstehe ich das natürlich. Okay, dann viel Spaß, Braxy. Ciao. Aber, hä, wo läuft Braxy denn lang? Sein Haus ist doch da hinten. Und der guckt doch die ganze Zeit. Bitte, was guckt der so komisch? Okay, wir dürfen nicht so auffällig gucken, aber irgendwas stimmt nicht. Der verheimlicht mir doch irgendwas. Wo geht der denn lang, Leute? Das will ich jetzt wissen. Irgendwas stimmt da nicht. Okay, warte mal, wir schleichen uns. Wo läuft Braxy denn lang? Der wollte doch eine Überraschungsparty vorbereiten. Darf uns nicht sehen. Wir verstecken uns hinter den Bäumen, Leute. Läuft der lang? Er geht da hoch. Was macht der da? Darf uns nicht sehen, Leute. Okay, wir gucken doch mal ganz langsam. Was geht der hin? Was macht der da? Bitte, was? Er ist da reingegangen. Huh? Leute, irgendwas verheimlicht mir Braxy. Okay, das macht mir gerade echt ein bisschen Angst. Hä, irgendwas stimmt da nicht, Leute. Braxy muss mir irgendwas verheimlichen. Aber ich habe da eine richtig gute Idee, Leute. Und zwar habe ich ja zu Hause so eine richtig super ultimativ geheime Kiste. Und das zeige ich euch gleich. Da habe ich ganz viele Sachen, womit wir Braxy heute heimlich ausspionieren können. Ich würde sagen, ich zeige euch das mal schnell. So, endlich zu Hause angekommen, Freunde. Oh Mann, aber was mache ich wegen Braxy? Das macht mir echt ein bisschen Angst. Aber ich zeige euch jetzt erstmal meine geheime Kiste. Das ist eigentlich perfekt. Und zwar seht ihr hier in meinem Haus, ich habe da so ein paar Fässer. Und wenn ich da mal reinschaue, guckt euch das an, Leute, was ich hier alles habe. Damit können wir Braxy heute richtig gut ausspionieren. Ich habe einmal Kameramonitore, womit ich in geheime Kameras schauen kann, die auf der kompletten Insel platziert sind. Dann haben wir einmal so ein Schrumpfgerät, mit dem wir uns richtig klein machen können. Wir haben einen Unsichtbarkeitstrank. Ich habe hier solche One-Way-Class-Blöcke. So, Leute, ich zeige euch das auch direkt. Wenn ich diesen Block nämlich jetzt irgendwo hinmache, dann seht ihr schon, von vorne sieht das ganz normal wie ein normaler Block aus. Aber von hinten kann man dann einfach durchschauen. Damit können wir Braxy auf jeden Fall richtig gut ausspionieren. Zack. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe hier noch so ein Radar, dass sobald da jemand vorbeiläuft, bekomme ich ein Signal geschickt und weiß, dass da jemand ist. Das ist auch richtig OP. Und zu guter Letzt habe ich nochmal so ein X-Ray-Gerät und das ist richtig stark, meine Freunde. Denn wenn ich das jetzt einfach mal aktiviere, ich zeige euch das mal. 3, 2, 1 und zack, dann seht ihr schon, werden alle Spieler auf der kompletten Karte einfach so eingehüllt. Und ich kann die Spieler durch jede Wand einfach durchsehen. Das ist auf jeden Fall auch richtig stark. Und ich glaube, damit können wir Braxy auf jeden Fall ausspionieren. So, aber ich mache das jetzt erstmal wieder rein. Ich muss mal gucken. Braxy müsste jetzt eigentlich wieder zu Hause sein, Leute. Vielleicht können wir da schon mal die erste, ich sag mal, Falle aufstellen. So. Und zwar hätte ich gesagt, nehmen wir dieses One-Way-Class und machen das mal an sein Haus ran, dass wir auch immer bei ihm reinschauen können. So. So, Leute, aber bevor ich das jetzt mache, lasst da auf jeden Fall ein Like für da und abonniert auch den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das würde mich richtig, richtig freuen. Und aktiviert auch die Glocke, Leute. Und dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf den Weg zu Braxy. Sag mal, ist der zu Hause? Ich glaube, der ist sogar zu Hause. Was ist denn da los? Okay, klopfen jetzt einfach mal an bei Braxy. Ich sag zu ihm, ich will mit ihm das neue Dino-Buch lesen, was ich gekauft habe. Klopf, klopf. Hallo, Braxy, bist du zu Hause? Hi, Lumi. Ja, komm rein. Hi. Schau mal, ich habe das neue Dino-Buch mitgebracht. Wollen wir das gemeinsam lesen? Ich habe das extra gekauft eben. Nein. Wir lesen doch schon so viel in der Schule, Mann. Nie hast du Lust, mit mir ein Buch zu lesen, Braxy. Ja, aber wir lesen doch schon so viel in der Schule. So, hier haben wir das. Was machst du da gerade, Braxy? Ich habe heute gesehen nach der Schule. Wo bist du da lang gelaufen? Also, warst du spazieren oder was hast du nein, da gemacht? Nein. Ich bin außen rumgelaufen. Also, ich bin ja dann, ich bin direkt nach Hause gegangen. Warum? Ja. Okay, ich verstehe. Braxy, bei dir ist echt ziemlich kalt. Magst du nicht vielleicht mal kurz runter in den Keller gehen und die Heizung vielleicht ein bisschen hochstellen? Weil ist es echt. Ach so, ja, klar. Hier ist echt kalt, muss ich sagen, Braxy. Also, ich mache aber nicht zu heiß, ja? Ist alles ziemlich teuer geworden. Ja, ja. Okay, das ist unsere Chance. Schaut mal. Ich habe extra ein paar mehr von diesen Blöcken mitgenommen. Aber warte, Lumi. Braxy, was ist denn los? Willst du noch was trinken? Ja, bring mir ruhig eine Cola von unten mit, Braxy. Aber es ist nicht umsonst. Dann nicht, Braxy. Dann mach einfach warm. Okay, Leute. Okay, jetzt. Okay, wir machen das hier, Leute. So, ich baue jetzt hier das in der Wolle ab.
Komm schon. Okay, so, und jetzt nehmen wir das Glas, Leute, und machen das hier hin. Und jetzt seht ihr schon, das fällt gar nicht auf. Da ist eine ganz normale Blockwand. Also die nehmen nämlich automatisch die unteren Blöcke an. Lumi, ist es schon warm da oben? Ja, Braxy, also, Es ist auf jeden Fall. Es gewittert schon. Es ist auf jeden Fall besser. Boah, guck mal, jetzt wird es auch richtig kalt raus. Hat nämlich angefangen mit Regnen. Aber, Braxy, ich glaube, es ist schon dunkel. Ich muss wieder nach Hause. Meine Mama wird sonst sauer. Okay, lieben Gruß. Tschüss. Tschüss, Brax. Mach's gut. Mach's gut. Oh, es regnet, Leute. Okay, aber passt auf, ich zeige euch das jetzt ganz kurz. Und zwar habe ich ja dieses unsichtbare Glas platziert. Und schaut mal, jetzt von der Seite kann ich einfach reinschauen und Braxy sieht. Warte. Nein. Habt ihr das auch gesehen? Braxy hat Diamanten. Das kann nicht sein. Braxy hat nicht so viel Geld. Wisst ihr, wie viel ein so ein Diamant auf dieser Insel wert ist, Leute? Für einen so einen Diamantenblock könnte man sich locker 3 von solchen Häusern kaufen. Hä? Hat da jemand was gesagt? Oh, ich war zu laut. Nein. Er da. Leute. Oh nein. Komisch. Das darf Lumi da nicht sehen. Lumi darf das nicht sehen. Lumi darf das nicht sehen. Lumi darf das nicht sehen. Das kann nicht sein, Leute. Warum hintergeht nicht? Diamanten. Ja, komm zu Papa. Oh Mann, Leute. Irgendwas stimmt nicht mit Braxy. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Diamanten hab. Lalala. Ey, Lumi! Lumi? Hey, Brax, was machst du denn hier? Hast du was vergessen? Es regnet und ich habe mich unter deinem Haus kurz gestellt, weil ich werde doch sonst nass, Braxy. Du weißt doch. Ach so, okay. Hast du vielleicht einen Regenschirm oder sowas für mich? Oh, nee, leider nicht, sorry. Okay. Ja, ich renne jetzt einfach schnell nach Hause. Wir sehen uns morgen, okay? Und vergessen. Ciao. Vergesst den Mathe-Test nicht. Okay, egal, Leute. Wir rennen jetzt schnell nach Hause. Aber irgendwas stimmt mit Braxy nicht. Habt ihr das auch gemerkt? Der hat einfach ganz viele Diamanten und er meinte, ich darf das nicht sehen. Also Leute, ich sag euch, Braxy verheimlicht mir irgendetwas. Ich hab eine Idee, Leute. Schaut mal, ich hab doch diesen Radar. Ich glaube, ich werde diesen tragbaren Radar nehmen und werde ihn nochmal hinten auf diesen geheimen Weg platzieren, wo Braxy gestern lang gelaufen ist. Und sobald Braxy dann nochmal langläuft, bekomme ich ein Signal. Und dann wissen wir, dass wir schnell aufstehen müssen und dann nochmal langschauen müssen. So, ich würde sagen, wir nehmen diesen Radar jetzt einfach mal. Und ich nehme mir auch gleich noch ein paar Fackeln mit und meine Diamantspitzhacke, Leute. Auf die habe ich so lange gespart. Ich habe einfach 3 Jahre lang mein komplettes Geburtstags- und Weihnachtsgeld gespart für diese Spitzhacke, Leute. Deswegen, Diamanten sind ja echt viel wert. Deswegen frage ich mich auch, wo Braxy so viel Diamanten her hat. Aber ich würde sagen, Leute, es ist gerade noch dunkel draußen. Braxy würde sich jetzt eigentlich schlafen legen um diese Uhrzeit. Vor allem, es regnet auch draußen, Leute. Oh, ich glaube, es hat auch aufgehört mit Regen. Das ist sehr gut, Leute. Okay, ich würde sagen, wir laufen jetzt nochmal dahinter, wo Braxy gestern langgelaufen ist. Und dann platzieren wir da diesen Radar auf den Boden. Und sobald Braxy dann nochmal langläuft, bekomme ich ein Signal. Aber wartet, Leute. Ich habe noch eine bessere Idee. Ich werde am besten gleich noch Kameras mitnehmen und die mitplatzieren, dass sobald ein Signal kommt, ich in die Kameras reingucken kann. Und dann sehe ich auch genau, was Braxy macht. Okay, ich würde sagen, wir laufen jetzt nochmal zur Schule und platzieren da den Radar und die Kameras. Und dann sehe ich auch, was Braxy da im Schilde führt. Oh, ich bin jetzt bei der Schule. Und ich muss sagen, ich habe echt Angst. Ich war noch nie allein um die Uhrzeit draußen. Es ist mitten in der Nacht, Leute. Wir dürfen nicht so laut machen. Am Ende wartet hier irgendjemand auf mich in der Schule. Vielleicht ist Braxy sogar hier und ich weiß es gar nicht. Okay, lass uns mal schauen, wo ist Braxy da gestern langgelaufen nach der Schule? Hier ist doch so ein Trampelpfad. Der muss hier öfters langlaufen. Ich platziere einfach mal so im Gras hier so einen Sensor, Leute. Kommt. Zack. Und sobald Braxy hier langläuft, bekomme ich dann ein Signal. So. Und dann platzieren wir am besten auch noch irgendwo hier eine Kamera. Ich würde sagen, wir platzieren die einfach mal hier in den Baum am besten, dass man es nicht direkt sieht. So. Da oben am besten. Zack. Boah. Und dann können wir immer direkt gucken, wenn jemand langläuft. Okay. Sollte reichen. Ich trau mich da auch gar nicht hin. Ich habe keine Ahnung, wo Braxy da lang ist. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt schnell zurück und dann schauen wir mal, was passiert, Leute. Nein. Hä? Was macht denn Braxy da? La, 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 la. Oh nein, oh nein. Nein, nein, nein. Braxy, warte mal. Ey, ja? Stopp mal. Was machst du? Es ist mitten in der Nacht. Was machst du hier draußen?
Ich wollte zum Supermarkt. In den Supermarkt? Ja, ich muss zum Supermarkt. Ich muss noch, der ist ja 24 Stunden geöffnet. Und was willst du im Supermarkt, Brexy? Sachen, was man so braucht. Toilettenpapier, das fällt dir um 2 Uhr in der Nacht, fällt dir das ein? Ja. Und danach gehst du wieder nach Hause? Ja. Okay, dann viel Spaß, Brex. Tschüss. Ciao. Oh, das war knapp. Das ist merkwürdig. Aber na gut, vielleicht ist er wirklich nur einkaufen. Ich meine, sollte er wirklich nochmal dahin gehen mitten in der Nacht? Also ich meine, wenn Brexy will... Der hat um die Ecke geguckt und guckt, was ich mache? Okay. Ah, das ist schon sehr verdächtig. Aber sollte er wirklich nochmal dahin gehen, was ich nicht glaube, weil wer geht um 2 Uhr nachts in den Wald, dann würde ich ein Signal bekommen. Deswegen, Leute, ich würde sagen, wir legen uns jetzt einfach schlafen und sollte Brexy nochmal da langlaufen, was ich echt nicht glaube, dann kriegen wir ein Signal. Deswegen würde ich sagen, Leute, ich lege mich jetzt in mein schönes, warmes Bett ein, weil ich bin echt müde. So. Boah. Nein. Schaut mal unten links. Radar. Brexy ist in der Nähe deines Radars. Oh, Leute, er ist wirklich... Das Signal schlägt die ganze Zeit los. Er ist wirklich dahin gegangen. Leute, ich muss schnell meinen Kameramonitor holen und in die Kameras schauen. Oh, schnell. Schnell reingucken, Leute. Ich fass es nicht. Leute, was hat sich Brexy da auf den Kopf gesetzt? Das ist... Ich mag das gar nicht aussprechen, aber das ist gar kein gutes Zeichen. Leute, ich getraue mich da gar nicht hin, aber wir müssen uns das eigentlich anschauen, weil irgendwas muss da ja sein da hinten. Oh Mann. Ich glaube, ich nehme mir jetzt so dieses Schrumpfgerät mit und dann werden wir uns ganz klein machen und uns dahin schleichen und uns anschauen, was Brexy da zu verstecken hat. So. Komm schon, oh, die Sonne geht auch schon auf, wir müssen uns beeilen. So, komm schon, oh, die Sonne geht auch schon auf, wir müssen uns beeilen. Oh Mann. So, Leute, die Sonne ist mittlerweile schon voll aufgegangen. Ich würde sagen, ich werde mich jetzt ganz klein machen, damit ich auf jeden Fall auch von niemandem gesehen werde. So, okay, wir machen uns jetzt auch wirklich ganz klein, Leute. Und 3, 2, 1, wow. Oh. Guckt an, wie klein ich bin, Leute. Oh mein Gott. Okay. Ich würde sagen, ich glaube, so sollten wir auf jeden Fall von niemandem gesehen werden. Brexy kommt wieder. La 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 la. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Brexy Geheimnisse hab. La 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 la. Oh, war das knapp. Oh, zum Glück habe ich mich klein gemacht, aber... Leute... Ich gehe da jetzt hoch. Irgendwas muss da doch sein. Oh. Okay. Komm schon. Ich werde mich jetzt da oben hintrauen, Leute. Okay. Komm schon, ich schaff das. Was ist das hier? Guckt euch das an. Was? Hier ist so. Hier ist einfach ein Wald und hier ist so ein großer Busch. Aber Brexy ist da irgendwie reingegangen. Wartet mal. Kann man hier durchgehen? Wartet mal, Leute. Hier ist eine Falltür. Oh mein Gott. Brexy verheimlicht mir also irgendetwas. Oh. Soll ich da wirklich reingehen? Brexy versteckt da irgendwas vor mir. Und was ist das da oben? Oh. Okay. Egal. Ich würde sagen, wir gehen da jetzt rein, Leute. 3, 2, 1 und... Nein, Leute. Ein Alarm ist angegangen. Brexy hat da einen Alarm versteckt. Was ist denn jetzt der Alarm angegangen? Brexy kommt. Schnell verstecken, Leute. Hä? Oh nein, wieder irgend so ein Viech. Mann, Fehlalarm, Alter. Ich muss schnell weg, bevor Lumi kommt. Boah, das ist nochmal knapp gewesen, Leute. Brexy dachte ernsthaft, irgendein Tier hat das aufgemacht. Okay, der Alarm sollte jetzt erstmal stillgelegt sein. Jetzt sagen wir... Hier geht's ganz tief nach unten. Okay, Leute, ich werde mich jetzt wieder groß machen. Zack. Ich gehe da jetzt runter. Schnell zumachen und... Leute, was ist das? Wo geht's denn hier hin? Was zur Hölle? Wo bin ich denn hier gelandet? Brexy, was versteckst du hier? Was ist... Das hier ist eine Tür, aber die geht nicht auf. Und was ist da drin? Da drin ist irgendwas. Da ist irgendeine Maschine. Wir brauchen irgendwie
Oh nein. Wir brauchen einen Code, Leute. Ich weiß doch gar nicht, was ich eingeben soll. Irgendeins vielleicht? Oh nein. La 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 la. Brexy ist wieder da. Nein, Brexy kommt. Was soll ich nur machen? Leute, zum Glück habe ich meinen Unsichtbarkeitstrang mitgenommen. Brexy kommt schon. Schnell. Ich bin unsichtbar. La 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 la. Was macht Brexy? So. Und da sind wir. Was macht Brexy denn hier, Leute? Oh mein Gott. So, wer ruft mich denn jetzt an? Ja, Mama. Nein, ich bin mit Lumi gerade. Das stimmt gar nicht. Ihr schwindelt. Doch, ja, nein, ich bin mit Lumi. Ich bin, seine Mama hat uns zum Essen eingeladen. Tschüss. So. Was macht der da? Boah, den Gott. 0, 0, 1. 2. Falsch. Oh Mann. 0, 0, 1, 1. Ha. Oh, so. Was hat er? Oh nein. Lalala, so viele Diamanten für mich. Ich seh nix. Was hat so er da? So viele Diamanten für mich. So. Ich seh nix. Was macht Brexy da? So, das muss ich hier reparieren. Ich seh nix, Leute. Was macht ihr da? Gott sei Dank weiß keiner, dass ich hier bin. So, was ist für mich? Brexy, los, Leute. Das macht mir Angst. So, so. Oh, sehe ich gut aus. Komm wieder, Leute. Guckt euch das an, Alter. So, muss ich hier erstmal raus. 0, 0, 1, 1. Schnell raus. So. Was? Brexy hat... Seit wann? Er hat eine komplette Diamantenrüstung. Irgendwas stimmt da nicht. Wir müssen da rein, Leute. Wir müssen da rein. Oh Mann, wir müssen da rein, Leute. Was verheimlicht Brexy mir denn? Oh, ich muss mich an den Code erinnern. Irgendwas mit 0... 1... 0... 0... Nein, wie war der Code? 0... 8... Nein. 0... 1... 2... Oh nein, wir haben nur noch einen Versuch, Leute. Hm, komm schon, Lumi, erinnere dich. 0... Ich glaube 0, 0, 1, 1. Oh, ja, es hat funktioniert. Schnell rein. Was? Was zur Hölle ist das denn? Oh, das sieht mir aus wie eine geheime Diamantenduplizier-Maschine. Das ist höchst illegal. Oh, jetzt weiß ich auch, woher Brexy diese ganzen Diamanten hat. Brexy hat einfach eine geheime Diamantenduplizier-Maschine, womit er sich ganz viele Diamanten duplizieren kann. Aber wie funktioniert das? Oh, ich brauche Codes dafür. Boah. Und er verheimlicht mir das einfach. Er hätte mir ja auch ein paar Diamanten abgeben können, Leute. Wisst ihr was? Ich würde einfach alles in den Diamanten klauen. Ich werde einfach alles klauen. Er wird schon sehen, was er davon hat. Ich klaue einfach alle Diamanten, die er hier rumliegen hat. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, ja. Muss auch hier oben das... Was ist das für Diamanten? Das ist eine Leuchtvitrine. Da braucht man auch einen Code für. Ja, ich kriege das auch nicht kaputt. Nein. Brexy, komm! Leute, nein, ich habe auch keinen Unsichtbarkeitstrank mehr. Was soll ich machen? Schnell, komm schon. Komm schon. Schnell. Was soll ich machen, Leute? Schnell zumachen. Nein, Leute, schaut mal da oben. Brexy kommt. Oh nein! Er wird sehen, dass die ganzen Diamanten weg sind. Was soll ich nur machen? Leute, Brexy kommt immer näher. La 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 0011. So. Hä? Wer war das? Wer war hier drin? Oh nein, Leute! Hier stimmt was nicht. Oh nein, oh nein, oh nein. Vielleicht ist der Täter hier noch irgendwo. Oh nein. Hä? Hier stimmt irgendwas nicht.
Ich werde dich finden! Nein, Leute, was soll ich nur machen? Hä? Was ist das hier? Oh nein. So ist hier. Hier ist noch Bruchstein. Nein. Lumi? Braxi, es tut mir wirklich leid.